Bei der Pille scheiden sich die Geister und ich denke, Pille ist sicherlich einerseits Segen, andererseits erheblicher Fluch. Für die Frauen ist es zum Teil eine Notwendigkeit, um die Schwangerschaft zu verhüten, die der Karriere, dem Leben und sonst was im Weg steht. Aber was den Frauen zugemutet wird, die die Pille nehmen müssen, ist immens. Natürlich verhütet die Pille mit hoher Sicherheit Schwangerschaft, wenn man sie gerade nicht vergisst und wenn man nicht Durchfallerkrankungen und sowas hat. Aber die Pille ist auch ein hoher Risikofaktor für Erkrankungen wie Thrombosen, also Verstopfungen der Beinvenen, die dann bis hin zur Verschleppung des Gerinnsels, bis in die Lunge, zur Lungenembolie, die teilweise sogar tödlich sein kann, führen kann. Sie kann zu Herzinfarkten und Schlaganfällen bei jungen Frauen führen, die sonst nie ein solches Ereignis so früh gekriegt hätten. Sie kann das Sexualleben massiv beeinträchtigen, welche Ironie des Schicksals. Ja? Wobei natürlich das der Frau, wie ungerecht. Es kann den Blutdruck massiv verändern, es kann das Gewicht massiv steigern, es verändert Appetit, es verändert Schlaf, es verändert Wohlbefinden, es ballert den Körper in die Wechseljahre, eine junge Frau. Also es ist erheblich. Ich werde jetzt im Einzelnen das dann später noch vertiefen. Wenn wir uns die Gefahren der Pille genauer anschauen, dann ist das natürlich sehr abhängig davon, wie lange man die Pille nimmt, was das für eine Pille ist. Die älteren Präparate, die Dreiphasenpräparate, sind etwas besser verträglich für den Körper, weil sie die natürlichen hormonellen Mechanismen nachahmen. Die sogenannten Minipillen sind gar nicht so mini. Die haben häufig ein höheres Risiko, vor allem für Thrombosen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich kenne junge Frauen, die einen Schlaganfall hatten, die erblindet sind auf einem Auge und so weiter durch die Pille. Die wird völlig unterschätzt und die Aufklärung läuft auch nicht ausreichend in dieser Richtung. Man kann die Ärztinnen und Ärzte verstehen, die nicht genügend aufklären, das will keiner hören. Sie müssten es aber sagen. Und die jungen Frauen sind natürlich in einem großen Konflikt. Sie wollen kein Kind, aber dann blenden sie halt mögliche Risiken auch aus. Es sind alle mit im Boot. Männer, kann man auf jeden Fall sagen, würden dieses Medikament sehr wahrscheinlich in der Mehrheit ablehnen, wegen der Schwere der Nebenwirkungen. Allein schon, wenn man sieht, dass Lust auf Sex erheblich leidet unter der Pille, dass die positiven Wirkungen der natürlichen Hormone Östrogen, also genauer gesagt Östradiol und Progesteron, dadurch weitgehend gehemmt werden. Und das sind die beiden Wohlfühlhormone der Frau schlechthin, die jugendliches Aussehen bedingen, glatte Haut, Zufriedenheit, guten Schlaf, normalen Blutdruck, Entspanntheit, guten Appetit, gute Stimmung. Sehr viele junge Frauen werden depressiv durch die Pille. Sehr viele junge Frauen nehmen zu und haben jede Menge Probleme, von denen ihnen aber kaum gesagt wird, dass sie von der Pille kommen. Und das ist ein Skandal. Da muss sich dringend was ändern. Trotzdem verstehe ich junge Frauen, die die Pille nehmen. Es gibt Frauen, die vertragen sie gut. Es gibt Frauen, die kriegen ihre schwere Akne damit zum Beispiel deutlich besser. Da gibt es aber auch andere Maßnahmen. Allein deswegen würde ich die Pille sicher nicht als erstes nehmen. Es bleibt also spannend, was Vernünftigeres für die Verhütung getan werden kann. Fragen Sie Ihre Gynäkologin oder Ihren Apotheker oder Ihren Arzt.